Guten Abend, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen und all die anderen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier am Pink Christmas. Was soll ich auch sonst sagen, wenn ich hier raustrampel? Kann ich vielleicht auf Wiedersehen sagen, das wäre ja blöd, ne? Also, ja, wie gesagt, ich wollte reinfliegen, aber entweder bin ich Flügel zu klein oder ich bin zu fett. Das kann alles sein. Ja, die Weihnachtszeit ist immer so schön. Sie freuen sich auch schon auf Weihnachten? Ja. Waren Sie auch brav? Ja. Schade. Also, ja, ist nicht so leicht. Ja, ich bin Weihnachten auch immer sozial eingestellt. Ich hole mir mein Waisenkind aus dem Bodybuilding-Studio, so ein 20-jähriges. Lege mich unter den Christbaum. Sei knapper an mir, ich bin ein Marzipanschwein. Sagt er zu mir, nach Marzipan schmeckst du alte Sau gar nicht. Ich habe ihn gleich wieder rausgeschmissen. Das muss ja nicht sein, ne? Also, heute haben wir ja ein wunderschönes Wetter. Ich habe schon Angst gehabt, es regnet, aber wir haben zurzeit sogar ein Dach hier auf dieser Luxusbühne. Und das Ding ist auch sehr elegant. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht runterstürze. Stell dir mal vor, ich fall runter. Gibt es ein mittleres Erdbeben in Giersing. Also, das muss ja nicht sein, ne? Also, oh Gott, ich habe ein paar Weihnachtsgedichte für Sie mitgebracht. Falls es euch gefällt, ist es toll. Wenn es euch nicht gefällt, ist mir es auch egal. Kannst du nicht ändern. Und ich weiß gar nicht, wo die Technik immer ist. Irgendwo muss sie ja stecken. Wenn du die Hintergrundmusik loslegen lässt für die Gedichte. Ja, und die Musik ein bisschen leiser. Die Musik ganz leise, weil ich möchte das lesen. Jetzt muss ich bloß schauen, wo ich das Mikrofon unterbringe. Beim Ständer haben wir nicht. So. Ich meine Mikrofonständer. Hört man mich noch? Ja, ich auch wurscht. Es brennt ein Bein und dann ein Arm und ruckzuck ist die Bude warm. Auch was Schönes. Einmal geht das schon. So, jetzt kommt das Backerl aus Amerika. Oh, jetzt läuten sie mich schon ein. Also, ist ja auch schön. Ich habe heute Nachmittag hier das inspiziert. Da drüben habe ich gedacht, das ist ein Obdachlosenasyl, da lebt eine Matratze, da war es hier aus Messing. Also das ist auch unbequem. Ja, es ist unglaublich. Ihr Leid, ich schrei Hurra, ein Backerl aus Amerika. Mit 7 hoffnungsvollen Dosen und ein paar neuen Nietenhosen. Eine Dosen Kaffee, eine Dosen Schokolade, eine Dosen Erdbeermarmelade. Und dann, wie freut sie meine Seele, eine große Dose Olivenöl. Eine extra große Dose voll Reis, eine Dosen Fett, für Schnee so weiß. Das alles schrieb die Tante Rose eigenhändig auf jede Dose. Dass wir gleich wissen, tun was drinnen, weil wir kein Wörterl Englisch können. Bloß von der 7. Weißblechdose, da ging bestimmt der Zettel los. Was konnte bloß in der Dose sein? Jeder steckt sein Röhrchen rein. Es ist kein Mehl, es ist kein Grieß, es schmeckt ja wie eingeschlafene Füße. Was könnte man aus dem Pulver machen? Bestimmt ist es was für den Magen, doch was es ist, kann keiner sagen. Der Vater sagt am Schluss der Rederei, punktum, wir kochen einen Brei. Die Mutter rührt's an und setzt es aufs Feuer, macht schmackhaft nur mit 2 Eier. Die Oma gibt den guten Rat, also was würzt man mit Muskat? Macht's glatt nur mit einem längeren Schmolz und kräftig's mit der Hand voll Salz. So rührt's auch nur ein Mehlschwitz bei und dann zum Mittag gibt's den Brei. Der Magen war ganz satt und still und denken kann nun jeder, was er will. Ihr Leid, schon 3 Tage drauf, klärt sich der ganze Zauber auf. Die Luft ist uns fast weggeblieben von dem, was Tante Rose uns geschrieben. Im tiefen Schmerzen, meine Lieben, habe ich euch diesen Brief geschrieben. Der liebe Onkel Otto K., er starb mit 83 Jahren. Schon immer war sein letzter Wille in der Heimat ruhen in aller Stille. In tiefer Trauer, Tante Rose, die Asche ist in der 7. Dose. Ja. Guten Appetit. Ja. Jetzt fängt das Mikro an zu rutschen. Bist du brav? Wer ist das nah? Moment. Das war nicht so leicht. Mein Gott, diese Fummelei. Wo bist denn du? Da ist sie. Ja. Ich wollte ja einen Mikroständer haben, aber ich habe es zu spät angemeldet. Und du, jetzt geht's wieder. Moment. Nur weil er neigt. Jetzt geht's wieder. Ich habe ja da irgendwas unten drunter. Jetzt halt's.
Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es ging in eine Kneipe und war wunderschön. Der gute Wirt hat es aufgenommen, sonst wäre es wahrscheinlich umgekommen. Es trug einen Beutel mit kleinen Gaben, die wollte aber kein Mensch mehr haben. Sie wollen sich nur am Luxus laben. Die Menschen machten ganz saure Minen, sie wollten nur teure Maschinen. Sie pfeifen auf Tannenbaum, Christkind und Kerze, nur mit teuerster Technik eroberst du die Herzen. So ging es ihm am kleinsten Orte, überall schlugen sie Tür und Pforte, dem Christkind vor der Nase zu. Es fror auf der Straße und dachte, wozu? Was ich hier so biete, das wollen sie nie, das Fest gehört der Industrie. So fand es der Wirt, es war kurz vor 10, er dachte, so kann das nicht weitergehen. Und lud das Christkind zu sich in sein Haus und gab erstmal einen Glühwein aus. Er sagte von Mitleid, mein Kleines erbärmlich, die Menschheit ist heute leider erbärmlich. Das Fest der Liebe ist fast vergessen, die meisten denken nur ans Fressen. Da nickte das Christkind, ich glaube, das stimmt, und trank noch einen Glühwein mit Zimt. Dann lachte das Christkind, jetzt gebe ich einen aus, bevor ich zurückkehre ins himmlische Haus. Von wegen den Menschen ein Wohlgefallen, hörte man das Christkind lallen. Bei allem Pech hatte ich noch Glück, im nächsten Jahr komme ich zurück. So ist es geschehen, es ist keine mehr. In diesem Moment kam ich gerade daher. Ich habe wirklich das Christkind gesehen, es kam aus der Kneipe. Es konnte kaum stehen. Ich drehte sich um und winkte betroffen. Auf Geschenke braucht ihr nicht zu hoffen. Ich habe das ganze Geld versoffen. Recht hat's gehabt. Das ist das Alter. Meine Nerven. Gut. Oh. Ja, ja, das muss ich jetzt nicht mehr lesen. Es ist ja wunderschön, nicht wahr? Aber da habe ich letztes Mal eine Beschwerde gehabt. Und dann machen wir das nicht, weil es den Leuten zu brutal ist. Ja, ich werde mich dann ganz diskret verabschieden. Jetzt haben wir leider keine Musik mehr. Eigentlich wollte ich noch ein Liedchen singen, aber ich habe es vergessen abzugeben. Haritchen. Alle Jahre wieder, gell? Nein. Gut. Ich weiß es ja nicht, was los ist heute Abend hier. Aber es ist nett hier so nicht. Und ich habe jetzt überhaupt keine Verbindung. Naja, gut, kann man nichts machen. Mein Gott. Stell dir mal vor, das wäre elektrisch geladen, da wäre ich ein Funkenmariechen. Das muss ja nicht sein. Ach nee. So, meine Kinder, ich wünsche euch noch viel Spaß und gute Unterhaltung hier am Pink Christmas. Und ja, was soll ich sagen? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss, bis nächsten Dienstag bin ich wieder da. Tschüss.